Im Adventskranz spiegelt sich das Rad des Jahres wieder, denn der Kranz symbolisiert das Zusammenfallen von Anfang und Ende und spiegelt das ewige Auf und Ab der Natur wieder. Versuche es doch einmal mit einem Elementekranz. Der sieht fast genauso aus wie ein landläufiger Adventskranz, aber er hat eine rote Kerze für das Element Feuer, eine grüne oder eine braune für die Erde und eine blaue für das Wasser, sowie eine weiße oder eine hellgelbe für das Luftelement. Zusätzlich kannst du jedem Element die passenden Runen zuordnen, wenn du mit Runen etwas verbindest. Für Wasser verwende ich beispielsweise die Lagusrune, für Erde Urus. In unserem Elementarkranz ist das Feuer als mythische Kraft Vertreiberin der Dunkelheit und Kälte. Es besiegt auch letztendlich den mystischen Tod und somit auch die Finsternis. Tod bedingt Leben und Leben den Tod. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Elementekranz zu verwenden. Entweder die übliche, dass du jeden Sonntag eine Kerze entzündest, oder diese. Entzünde erst alle vier Kerzen und lösche dann nach und nach jede Woche eine, bis der Kranz ganz in Dunkelheit verschwindet. Dann am Juletag entzünde alle Kerzen zu Ehren des Lichtes und der Sonne.